Was ist das denn? Hast du sowas schon mal gesehen? Hey, was ist denn das? Das ist ein Mädels, kommt da her. Wisst ihr, was es ist? Hier steht irgendwas hier deportiert und ermordet. Ja, das sind doch Stolpersteine. Die sollen an die jüdischen Mitbürger erinnern, die im Schönebeck gelebt haben und die im Nationalsozialismus ums Leben gekommen sind. Darüber gab es doch auch ein Plakat in der Schule. Ja, über das Geschichtsprojekt. Ja, der Ormenpreis. Judy Ormen war auch eine Jüdin, die in Schönebeck gelebt hat. Gibt von Judy Ormen eigentlich auch einen Stolperstein in Schönebeck? Nein, gibt es nicht, denn sie war eine der wenigen, die den Nationalsozialismus überlebt haben. Ach so. Jutta Lipschitz wurde am 15. Mai 1927 im Allgemeinen Krankenhaus in Magdeburg geboren. Ihre Eltern waren Else und Julius Lipschitz. Sie hatte eine 5 Jahre ältere Schwester namens Ruth. Zunächst wohnte die Familie in der Friedrichstraße 94 und zog 1929 in die Salzerstraße 22 um. In diesem Haus Salzerstraße 22 wohnte die Familie Lipschitz von 1929 bis 35 und dann wurden sie gezwungen auszuziehen. Und warum mussten sie aus diesem Haus ausziehen? Wisst ihr das? Ja, der Vermieter wollte das Haus judenfrei bekommen und in dem Haus war auch ein Delikatessgeschäft. Und dort waren die Juden auch unerwünscht. Nach dem Besuch des privaten Kindergartens ging Jutta ab 1933 auf die Mädchenvolksschule im Breite Weg. Sie war die einzige jüdische Schülerin. Dass sie anders war, wurde ihr unter anderem durch das Verhalten ihrer Lehrerin, Fräulein Jakubczyk, bewusst gemacht. Sie sprach alle Mitschülerinnen bei ihrem Vornamen an, außer Jutta. Aber nicht nur das Verhalten ihrer Mitmenschen, sondern auch die starke Präsenz der SA in den Straßen Schönebecks haben Jutta deutlich gemacht, dass sich in Deutschland etwas verändert. Im Jahre 1935 beobachtete sie vom Fenster aus einen SA-Aufmarsch in der Salzer Straße. Es wurde immer deutlicher, dass die Nationalsozialisten antisemitische Ziele verfolgten. Sie erklärten die Juden zu einer minderwertigen Rasse. Jutta bekam dies früh zu spüren. Im Sommer 1935 wurde ihr verboten, weiterhin die köhlerische Badeanstalt zu besuchen. Ihr Vater versuchte zwar zu protestieren, weil er für Juttas Schwimmunterricht bereits bezahlt hatte, aber die Gestapo drohte, die Badeanstalt zu schließen, wenn dort weiter Juden baden würden. Hier in der Republikstraße 35 musste Judys Vater im eigenen Leib erfahren, wie Juden damals behandelt wurden. Wieso, was ist denn hier eigentlich passiert? Hier war ein Friseursalon und Judys Vater war dort jahrelang Stammkunde. Doch eines Tages sagt ein anderer Kunde im Beisein von ihm, dass er nicht mehr länger dort bedient werden möchte, wenn auch Juden bedient werden. Nach einem Wechsel auf die Mädchenvolksschule im Bad Salzelm verbesserte sich Juttas Situation. Sie war nicht mehr die einzige jüdische Schülerin. Und ihre Lehrerin, Fräulein Bieberle, behandelte sie wie alle anderen Schülerinnen. Die kurzzeitige Erleichterung, die der Schulwechsel mit sich brachte, war nicht von langer Dauer. Denn 1938 änderte sich das Leben von Jutta und allen anderen Juden in Schönebeck und in ganz Deutschland schlagartig. Am 7. November 1938 verübte der 17-jährige polnische Jude Herschel Grünspan in Paris einen Attentat, auf den der NSDAP-Angehörenden Ernst Eduard von Rath, der in der dortigen deutschen Botschaft angestellt war. Hintergrund war die Ausweisung polnischer Juden aus dem Deutschen Reich, von der auch Grünspans Eltern betroffen waren. Von Rath starb 2 Tage später an seinen Schussverletzungen. Das Attentat war für die NS-Führung ein willkommener Anlass, gegen alle Juden vorzugehen. Als Juttas Vater am 9. November am Radio hörte, dass das Attentat tödliche Folgen hatte, war ihm klar, dass nun nichts mehr sein würde, wie es war. Jetzt ist alles vorbei. In der Nacht vom 9. zum 10. November 1938 ereignete sich das, was als Reichspogromnacht in die Geschichte eingegangen ist. In Schönebeck versammelten sich die Nationalsozialisten zu einer Großkundgebung im Stadtpark. Sie verteilten Gummiknüppel, Stahlruten, Brechstangen und Beile sowie Adresslisten von jüdischen Bürgern Schönebecks. Sie zerstörten und entweihten die Synagoge. Danach verwüsteten sie jüdische Geschäfte, durchsuchten jüdische Haushalte und schändeten den jüdischen Friedhof. Am nächsten Morgen ging Jutta wie gewohnt in die Schule.
An diesem Tag war sie die einzige jüdische Schülerin. Ihre Mitschülerinnen standen bereits in Gruppen zusammen, als sie den Klassenraum betritt. Soll ich sie mal fragen? Ja. Weißt du, was letzte Nacht geschehen ist? Ruhe bitte! Ich möchte diese Stunde beginnen mit einer Gedenkminute an Herrn von Rath. Wir beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf der Erde. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Unser deutscher Gesandter, Herr von Rath, wurde von jüdischen Meuchelmördern umgebracht. Und du bist eine Mörderin. Ich hab's ja schon immer gewusst. Ihre jüdische Freundin Ruth, Magonina, wartete vor der Schule auf sie und erzählte ihr, dass alle jüdischen Männer verhaftet worden sind. Ihr Vater wurde direkt auf seiner Arbeitsstelle der Sackgroßhandlung im Breite Weg von der Gestapo festgenommen. Er wurde in das KZ Buchenwald gebracht, wovon die Familie jedoch nichts wusste. Else Lipschitz stieß bei den Nachforschungen auf der Suche nach ihrem Mann auf das Gerücht, dass man für eine Ausreise nach Shanghai lediglich Geld für eine Schiffskarte, aber kein Einreisevisum benötigt. Sie bemühte sich, solche für sich und ihre Familie zu besorgen. Ihr Mann wurde wenige Wochen später aus dem KZ Buchenwald entlassen. Lipschitz wurde gesagt, dass er nie über seinen KZ-Aufenthalt sprechen darf. Ansonsten wird man ihn finden, egal wo er ist. Die Familie musste nach seiner Rückkehr noch mehr erdulden. Ihr Vermieter Herr Gehre kündigte ihnen, auf Anweisung der Gestapo, die Wohnung. Bitte, du musst einen hinlegen. Lipschitz? Die Familie war dadurch gezwungen, in die Kirchstraße 2 umzuziehen, wo mehrere jüdische Familien konzentriert wurden. Da der Vater an Haft unterschreiben musste, dass er Deutschland verlässt, bereiteten die Eltern die Ausreise nach Shanghai vor. Zeit. Gib auf dich acht, Julius. Mach ich. Schweren Herzens verlässt Julius Lipschitz am 25. März 1939 als erster seiner Familie Bad Salz-Ilm. Er reist mit der Hoffnung nach Shanghai,
für Else und Jutta die erforderlichen Ausreisezertifikate zu beschaffen, um auch ihnen die Flucht aus Nazi-Deutschland und somit ein Leben in Freiheit zu ermöglichen.